Idee des Märkischen Praxistages? Ich finde die Idee gut. Ich bin überrascht, wie das angenommen wird. Also ich bin hier mit guten Erwartungen hergekommen. Die wurden im Großen und Ganzen erfüllt. Ja, ich finde es gut. Ich finde es sehr gut, weil das eine Mischung ist aus einerseits Wissensvermittlung und andererseits, dass man die Leute bei der KV, die man schon sonst kennt, auch wieder trifft und mal nochmal mit sich miteinander unterhalten kann und Fragen loswerden. Und finde es sehr gut organisiert, sehr breit gefächertes Angebot. Ich kann auch direkte Fragen stellen an die KV-Mitarbeiter, das fand ich sehr gut. Was ein bisschen fix ist, sind die Wechsel zwischen den einzelnen Veranstaltungen, dass sich vieles, was interessant ist, auch teilweise überlappt. Das ist vielleicht ein bisschen schade, aber die zwei Sachen, die ich bis jetzt gehört habe, gute Referenten, praxisnah, ist okay. Ja, also sehr gut. Ich habe jetzt eine Fortbildung besucht, war sehr interessant, hat mir gut gefallen. Ja, ist auch schönes Gebäude mal zu sehen, ja, das Neue. Es war für mich gut, finde ich, dass wir als gemeinsames Team hierher fahren können, also dass für das Praxispersonal und für den Arzt was ist, weil ich finde, das gehört auch einfach zusammen, dass man was zusammen besuchen kann und dass eben da verschiedene Sachen mit angeboten werden, also wie zum Beispiel die Hygiene wieder fürs Personal, für uns wieder mehr diese Rechtsberatung, und das finde ich gut, dass das zusammen ist. Ich war heute bei der Medizinprodukte-Informationsveranstaltung für die Theorie und ich fand es sehr informativ, die ganzen Bereiche kennenzulernen, weil es für mich komplett ein Neuland ist. Ich jetzt erst als Umschülerin, als Quereinsteiger komplett neu einsteige. Es läuft wirklich recht gut. Wir sind das erste Mal dabei und sind sehr zufrieden, dass wir solche Ergebnisse schon mal erzielen können. Unsere Fortbildungen sind fast alle gut besucht. Und unsere Aussteller sind auch ganz zufrieden, also alles top.